Mehr Güter auf die Schiene. Wenn man hier in Brand-Erbisdorf ist, am Bahnhof, dann ist das durchaus wünschenswert. Denn, wie man sieht, hier stehen genau 0 Güterwaggons. Der letzte Güterwaggon, Güterzug, kam hier im Jahr 2012 an. Und zwar für das Pressenschmiedewerk, was sich da hinten befindet. Seitdem ist dieser Bahnhof ohne jeglichen Verkehr. Und das, obwohl der Personenverkehr hier schon 1998 eingestellt wurde. Die Güterauslastung bzw. der Güteranteil, der per Schiene befördert wird, beträgt ungefähr 20% in den letzten Jahren. Und das Ziel ist es, diesen um die Hälfte zu steigern. Wenn man die Situation hier in Brand-Erbisdorf bedenkt, ist das ein Ziel, was Jahre, Jahrzehnte zu spät kam. Denn bereits im Jahr 2000 hat sich die Stadt Brand-Erbisdorf um den Erhalt des umfangreichen Gleisnetzes hier durch Stadt bemüht. Inzwischen besteht nur noch hier das Bahnhofsareal und verfügt über Anschluss an Gleise. Vormals hatten die verschiedenen Gewerbegebiete in Brand-Erbisdorf Gleisanschluss. Die Gleise hier in Brand-Erbisdorf lassen inzwischen auch keine schwere Beförderung mehr zu, denn sie sind seit Jahren ohne grundlegende Instandsetzung. Und Anschutzgleise lassen im Zustand generell gar keine Beförderung mehr zu, obwohl sie direkt zu den Industriegebieten führen. Diese Brücke über die Bundesstraße ist ein Gleisanschluss, oder besser gesagt, war ein Gleisanschluss in ein größeres Industriegebiet und hat auch sonst keine Nutzung erfahren. Brand-Erbisdorf ist nicht das einzige Beispiel für Probleme in der Güterbeförderung per Schiene. Durch ganz Deutschland gab es Infrastruktur zur Beförderung von Gütern auf der Schiene. Die Betonung liegt allerdings auf gab es. Inzwischen verfügen nur noch große zentrale Bahnhöfe über Güterbereiche, Güterabfertigung und das bedingt oder führt zu dem Problem, dass Waren, Güter zu diesen Bahnhöfen transportiert werden müssen und von diesen Bahnhöfen auch wieder größere Strecken zu den entsprechenden Abnahmestellen befördert werden müssten.